Für Radfahrer gab es in Baden-Württemberg 5 Tage lang im Juni eine Brezel umsonst. 130 Brezeln für fast 60.000 Euro wurden für das Projekt Pendlerbrezel verschenkt. Mit den Gratisbrezeln wollte man den Berufsverkehr klimafreundlicher machen und die Menschen animieren, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Ganz kostenlos waren diese Brezeln dann aber doch nicht, denn der Steuerzahler musste wieder einmal für aufkommen. Eine ungerechtfertigte Investition, findet der Bund der Steuerzahler, weswegen es die Pendlerbrezel dieses Jahr auch ins Schwarzbuch geschafft hat. Für das sogenannte Schwarzbuch werden in der Regel bundesweit 100 Themen ausgewählt, bei denen vermeintlich Steuern verschwendet wurden. Rheinland-Pfalz ist in der Regel mit nur wenigen Themen vertreten, was aber meist an der Größe des Bundeslandes liegen soll. Wir sprechen jetzt mit Eike Möller. Er ist Landesvorsitzender vom Bund der Steuerzahler in Baden-Württemberg. Herr Möller, vielleicht können Sie so ein bisschen erklären, wie Sie denn diese ganzen Fälle für Ihr Buch auswählen. Ja, das sind eigentlich ganz unterschiedliche Quellen, auf die wir da zurückgreifen. Wir kriegen aus unseren Mitgliederkreisen sehr viele Hinweise. Also wir kriegen Post, E-Mails, da wird auf bestimmte Fälle hingewiesen. Das ist doch ein Fall für den Bund der Steuerzahler. Und da steigen wir eben in die Recherche ein und schauen, ob das geeignet ist oder nicht. Darüber hinaus lesen wir natürlich aufmerksam Tageszeitungen. Wir kriegen auch zum Teil Hinweise aus der Verwaltung. Und so kommen dann im Laufe des Jahres eine ganze Reihe von Fällen zusammen und wir suchen dann eben bundesweit 100 Fälle aus, die wir dann im Schwarzbuch veröffentlichen. In Ihrem Schwarzbuch kritisieren Sie ja vor allem solche Steuerverschwendungen. Gibt es denn da auch konkrete Lösungsvorschläge oder Forderungen, die Sie dann auch an die Politik stellen? Ja, wir haben eigentlich in jedem Schwarzbuch immer ein Kapitel vorab, wo wir untersuchen, was sind denn die Gründe für die Steuergeldverschwendung und was kann man da möglicherweise gegen tun. Also ein Beispiel zum Beispiel ist das Thema Mischfinanzierungen. Mischfinanzierung bedeutet, dass eine Kommune ein Projekt durchführen möchte, aber der Großteil der Finanzierung übernimmt dann beispielsweise das Land oder der Bund. Und in dieser Konstellation fällt es natürlich oft leicht, sich für bestimmte Dinge zu entscheiden, die man vielleicht nicht umgesetzt hätte, wenn es komplett aus dem städtischen Haushalt finanziert worden wäre, sondern ausschließlich wegen des in Aussicht stehenden Zuschusses. Und da meinen wir, hier müsste man ansetzen, um die Finanzierung klarer zu regeln. Oder ein anderes Beispiel ist das Thema Baukostenüberschreitungen. Wir haben uns mal ausgiebig Gedanken gemacht, was man tun kann, um beispielsweise im Bauverlauf das Monitoring zu verbessern, damit es eben nicht bei jedem, nein, nicht bei jedem, aber bei vielen öffentlichen Bauten zu Baukostenüberschreitungen kommt. Dann hoffen wir mal, dass es vielleicht in Zukunft nicht mehr so dem Zufall überlassen ist und dass man vielleicht nach jedem Fall auf jeden Fall auch für die Zukunft lernt. Aber vielen Dank, dass Sie da so viele Fälle immer aufdecken. Danke. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.